Dancier. Seit Jahren auf Spitzenplätzen in der Zuchtwertschätzung zu finden, legte er eine mustergültige Karriere aufs Parkett. Der 2002 geborene Rappe verließ seine Körung in Pferden als strahlender Sieger. Seine Hengstleistungsprüfung gewann er souverän als Gesamtsieger und Sieger im Dressurindex. Dieser Erfolg brachte dem eleganten Vererber die Auszeichnung mit dem Freiherr von Stenglin-Preis. Bereits als junger Hengst qualifizierte er sich mehrmals für das Bundeschampionat in Warendorf und feierte achtjährig bereits erste Erfolge in der schweren Klasse. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht ist seine Eigenleistung beachtlich. Gerade als Vererber setzt Dancier seiner Konkurrenz hohe Maßstäbe. Siegerstuten und Fohlen auf den zahlreichen Schauen im Land machen fortlaufend auf diesen etablierten Vererber aufmerksam. Die überragende Grundqualität seiner Nachkommen rechtfertigt die hohe Nachfrage. Spitzenpreise im sechsstelligen Bereich auf Elite- und Fohlenauktionen und der zweimalige Spitzenpreis auf dem Pferdener Hengstmarkt verdeutlichen dies. Mittlerweile verzeichnet dieser Spitzenvererber unzählige erfolgreiche Turnierpferde in Dressurpferdeprüfungen bis zur Klasse M. So auch der erfolgreiche Bundeschampionatsfinalist Dantander Hit. Dancier, Dressurgene, die sich bewährt haben.